herzlich willkommen zu der zweiten Folge des Gango Vlog. Wir sind Gango Schauen, zwei Filmmacher aus Luzern. Die Bilder, die ich gerade gesehen im Intro, sind entstanden nach unserer Rückkehr von Bratislava. Wir haben im Zug einen kurzen Zwischenhalt gemacht und die Bilder geschossen. Und diese Woche erwartet euch unseren Vlog folgendes. Zweiter Teil von Bratislava, das mal im Zug. Ein Sonnenuntergang auf dem Zuckerberg. Eine Badesession aufgrund der grossen Hitzewelle. Und das Filmfestival Locarno. Guten Morgen. Es war wieder mal ein früher Morgen. Wir waren am 5 Uhr im Atelier und haben das Zeug eingeladen. Und jetzt sind wir im Zug. Ihr seht, es ist morgen früh Sonnenaufgang. Wir laden jetzt unser Material aus und fangen an zu drehen nachher. Ein langer Tag geht zu Ende. Wir sind am Morgen am 6 Uhr im Zug angekommen und jetzt ist 9 Uhr. Wir sind hier auf dem Zuckerberg und haben Timelapse gemacht und mit der Drohne noch etwas gefilmt. Und nicht so viel gegessen. Nicht so viel gegessen. Darum packen wir zusammen und gehen auf Pommes frites essen. Wir oben. Leute, ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin. Ich bin ins Büro gekommen, habe von Tate überladen und der Nikola sagt, es hat Pommes frites im Kühlschrank. Es sind zwar nicht ganz Pommes frites, es sind Wedges. Wie sagt man denen? Man sagt denen Pommes frites. Es sind Pommes frites. Es ist Anfang August und ein riesen Hitze in den letzten paar Tagen. Wir verschmachten hier in unserem Büro unter dem Dach, haben das Fenster offen und den Ventilator an. Aber zum Glück ist heute etwas angekommen, das uns gegen die Hitze hilft. Das ist ein Päckchen von unsere Freunde von bierlieber.ch. Sie schicken uns einmal im Monat ein Päckchen mit drei verschiedenen Schweizer Bier. Und so entdeckt man, wie sie sagen, so ein bisschen Biervielfalt von der Schweiz. Und ich denke, das ist genau das Richtige für so einen heissen Sommertag wie heute. Wobei, bei dieser Hitze gibt es eigentlich nur etwas, das wirklich hilft. Ein guter Schwimm am Feierabend im See. Es hat mega gut da. Jetzt bin ich wieder abgekühlt und ready für den nächsten Tag. Wir nehmen euch natürlich mit in den Zug. Und zwar gehen wir als Filmfestival in Locarno uns weiterbilden. Und was wir jetzt erlebt und gesehen haben, wir nehmen euch mit. So, wir sind mittlerweile angekommen in Locarno, in der Gsend. Wir gehen jetzt unser Gepäck ins Airbnb-Häusli tun und nachher gehen wir auf die Elfi schon den ersten Film schauen, ins Fevi. Hey, moin. So,
Wir probieren gerade irgendwie in die Wohnung hineinzukommen. Wir haben ein Airbnb gemietet. Und der Nicola schaut ein wenig um und fragt ein paar Leute. Und es klappt dann sicher irgendwie. Gesehen haben hier, die können wir euch mit dem Trailer in der Beschreibung unten verlinken. Schaut euch den Trailer an, wenn es euch interessiert. Es sind wirklich sehr zu empfehlen. Das war es von dieser Folge. Im nächsten Gango-Vlog werden wir den Rest von Locarno zeigen, also Teil 2 und alles weitere, was wir in dieser Arbeitswoche dann auch noch erlebt haben. Wünscht euch eine gute Zeit und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.